Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start. Genau, das wäre eine kleine zweite Versuch, Runde Aufnahme, bla bla bla, weil Overwolf irgendwie dumm ist. Und es nimmt auf, das hier nimmt auch auf. Ja, es nimmt auch auf. Und ja, ein bisschen blöd, hat irgendwie gerade Overwolf, der will nicht mehr so richtig, das macht irgendwie nicht mehr so vernünftig. Brauche ich anscheinend nicht mehr mit großartig aufzunehmen. Weiß ich schon mal Bescheid. Vielleicht muss ich auch einfach nur das Update runterladen, damit ich für TeamSpeak neue Emojis habe. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir von meiner Gilde hier gerade erfahren, also haben wir noch erfahren, dass das DLC nicht so gut sein soll, Heart of Throne. Und tja, soll nicht so geil sein. Irgendwie ist es schnell durchgespielt. Alles andere. Pipapo. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht halt. Weil ich jetzt zu spät erfahren habe. Ich habe jetzt hier das hier gemacht. Das Stern habe ich gemacht. Dann habe ich diesen Berg hier erklommen. Pipapo. Und ja. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich helfe ihn jetzt einfach mal. Es hat ein bisschen schon geschafft jetzt, blöderweise, weil ich zu spät bemerkt habe, dass es nicht mehr aufnimmt. Also mit Overwolf brauche ich halt zu groß, also nicht mehr weiter aufzunehmen, merke ich dann halt auch langsam mal. Macht keinen Sinn. Sprech. Xandura ist wieder nicht dabei, habe ich total vergessen zu sagen. Xandura habe ich leider nicht dabei, pipapo. Und ja. Der hat leider nicht so viel Zeit, das ist halt schade und es ist auch ein bisschen merkwürdig, so alleine das zu spielen halt. Ich darf auch nicht zu weit vorankommen, sonst kommt er halt nicht mehr hinterher oder sowas. Wäre auch scheiße. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir es noch machen. Ich weiß auch keine Ahnung, ob ich überhaupt meine letzte Aufnahme-Session schon komplett fertig gerendert habe oder nicht. Hab halt vergessen. Aufgestiegen! Belohnung Stufe 22. Kampfkombination. Klicke für weitere Informationen. Erschafft zusammen mit den Fertigkeiten anderer Spieler Kombinationen im Kampf. Einige Fertigkeiten wie die Flammenwand des Elementarmagiers erschaffen Felder, die dafür sorgen, dass durchfliegende Projektile zusätzlich Schaden durch Brennen verursachen. Schaut euch eure Fähigkeiten an, um eure Kombofelder und Kombo-Abschlüsse zu sehen. Okay, coolio. 6 Heldenpunkte kriegen wir beim nächsten. Was ich jetzt wahrscheinlich nochmal erwähnen muss, weil jetzt das ja alles natürlich nicht. Scheiße, da war ein Kollege. Weil es ja nicht aufgezeichnet wurde, muss ich jetzt nochmal alles erwähnen. Ich spiele so selber kein Guild Wars mehr richtig, keine Ahnung. Also jetzt natürlich das Let's Play, das will ich auf jeden Fall noch durchziehen, weil ich auch gerne wissen will, wie halt die Geschichte technisch halt alles weitergeht, weil ich es unbedingt wissen will. Ich werde mich auch wahrscheinlich auch demnächst wieder dazu ringen können, halt mit meinem anderen Charakter zu spielen. Nur zurzeit hat mich einfach so Monster Hunter eingepfercht und vor allem, wo ich jetzt halt gehört habe, dass jetzt demnächst ein neuer Monster Hunter Teil rauskommt, muss ich unbedingt jetzt weiterkommen damit. Was gehen hier ab? Achso, dafür bräuchten wir mehr Leute, würde ich sagen, ne? Dafür sind wir zu wenig Figuren hier. Was mich aber bei meinem Monster Hunter so ein bisschen aufregt, oder was mich ein bisschen merkwürdig finde, oder nicht ganz koscher finde, ist, dass
die späteren Monster so unterschiedlich kommen. Bei Stufe 6 Aufgaben habe ich jetzt dieses Pferd eigentlich gefunden, weil ich bin jetzt in Stufe 10. Ich habe jetzt 155 Stunden gezockt. Und bei Stufe 6 Aufgabe habe ich eigentlich mal so weit gebracht, dass ich auch mal Stufe 6 welche machen konnte, weil ich vorher nicht die letzten Aufgaben hatte. Und ist denn das? Achso, da oben, ne? Und ich wusste halt einfach nicht, wie ich da eine Stufe 6 weitermachen. Dann habe ich jetzt weitermachen können, habe ich jetzt diesen Kieren, glaube ich, treffen können. Das Pferd heißt Kieren. Und habe ich jetzt, habe ich aber vorher schon in Stufe 10 das Eiskieren attackieren können. Sprich, was überhaupt keinen Sinn macht, dass ich zuerst die spätere antreffe und danach erst die frühere, also den richtigen antreffe, wo ich dann erst die Zwischensequenz habe. Genauso wie mit dem Dämonio, habe ich einen Berserker-Dämonio. Anstatt dass ich vorher die richtige Figur antreffe, sehe ich erst. Ich glaube, wir haben alles geschafft, ne? Kann's kaum erwarten, meinem Trupp von diesem Ort zu erzählen. Alter, wie hörst du dich denn an? Kann's kaum erwarten, den Ort von meinem Trupp. Ne, den Trupp meinen Ort an was. Ja. Wir helfen ihm! Ganz schnell! Lottofee! Lottofee! Flüstern. Lottofee ist weg. Okay, dann nicht. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, wir können endlich in ein neues Gebiet gehen. So wie es aussieht. Yep, können wir. Das Dämonio habe ich, wie gesagt, den Berserker erst getroffen und ich habe noch nicht ansatzweise die Möglichkeit, einen richtigen Dämonio zu treffen, also wo ich mal eine Zwischensequenz oder sowas habe. Nein, ich musste mich gleich um einen Berserker-Dämonio kümmern und Kirin musste mich auch gleich um die stärkere Form kümmern. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht, dass du halt wirklich diese neuen Monster erst so spät bekommst, um halt dann auch damit lernen zu können oder mit antreten lernen zu können und sowas. Naja. Ist trotzdem ein mega cooles Spiel. Wenn ihr lustig habt, kann ich ja mal mit der Kamera das ein bisschen aufnehmen. Ich habe halt nicht die Möglichkeit, das direkt aufzunehmen. Ansonsten würde ich auch ein Let's Play Monster Hunter machen. Das könnt ihr aber glauben. Aber geht halt leider nochmal nicht. Ich nehme mir zurzeit echt nur noch so Let's Plays raus, die echt Ewigkeiten dauern. Das ist mega sweet. Wenn ihr möchtet, kann ich da so ein bisschen Monster Hunter was zeigen, suche ich mir einen interessanten Gegner halt raus, den ich selber noch nie gemacht habe. Und dann... Was ist denn hier los? Fette Party hier! Erstmal hier alles attackieren, was nicht nagelfest ist. Verpiss dich, Alter! Aber wie gesagt, ihr müsst halt daran denken, dass ich halt mit der Kamera aufnehmen muss, deswegen wird es halt nicht die Überqualität sein, aber wenn ihr halt das gerne sehen wollt, dann nehme ich das doch gerne mal ein, zwei Folgen mal für euch auf. Und dann, ja, können wir auch sagen, ob das geil war oder nicht. So, haben wir ein paar Leute hier noch mit zusammen, die noch ein bisschen mitfighten hier. Das nenne ich eine Combo. Okay, jetzt werden sie wahrscheinlich von der anderen Seite gleich kommen, deswegen stehen wir da schon mal mit unserem Pfeilhage jetzt. Was war's denn jetzt? Wieso sind die denn unverwundbar gewesen? Das war aber sowas vom Sinn befreit jetzt. Okay, geschafft. Mein Freund, wo wollen wir denn hin? Die Luft ist hier so rein! Hab schon schlimmere Käfer zerquetscht! So sieht das aus. Wenn der Spektralfreund feiert deine Lektion. Haben wir es jetzt? Gondor gehört uns! Oh, Gondor Primodon. So, ich muss immer noch nach da hinten rein. Nini! Kronrak.
Ich helfe dir, Konrad. Bitte schön, Konrad. Konrad. Achso, was haben wir denn jetzt hier? Erfahrene Kategorisierung von Ashford. Seid herzlich gegrüßt, Reisende. Ihr habt ganz Ashford erforscht. Gute Arbeit. Fast wäre es schief gegangen, aber wir sind sicher, nächstes Mal werdet ihr noch besser, ihr es noch besser machen. Ihr habt alles, was man braucht, um einen guten Explorator zu werden. Guckt der Exploration, geschissen halt. Turok. Hi, Turok. Du siehst wirklich cool aus, Turok. Tschüss, Turok. Ich werde dich vermissen, Turok. Es war eine schöne Zeit mit dir. Wir haben viel erlebt. Oh Gott. Was haben wir jetzt hier? Ich habe immer noch drei. Ja, hör auf, mir das immer zu zeigen. Und was willst du denn jetzt hier, Handelsposten? Scheißdrecks, geschissen Zeugs, Typi. Wow, ich habe 2 Silber. 34 Bronze. Achso, nee, nicht Inventar. Helm wollte ich nochmal gucken. Ausrüstung. Ja, wir haben immer noch unsere, Fuck the what, was ist das denn? Unsere Mega-Ausrüstung an. 6 Kraft gibt uns das Ganze. Auf alle Werte plus 3, auf alle Werte plus 4. Dann behalten noch lieber die andere halt an. Tja. Recher Langbogen, das haben wir uns gekauft bei uns. In dem. Ja. Irgendwo da haben wir uns gekauft. Ne, in der schwarzen Zitadelle haben wir uns das geholt. Okay. Pack Lammochse. Zählst du jemanden oder sowas? Keine Ahnung, was die da machen. Wir gehen weiter! Oh, es wäre schon cool, wenn irgendjemand dabei wäre, wenigstens im Skype-Chat dabei wäre und halt mitlabern könnte ein bisschen. Der Feind steht direkt vor dir. Nambo! Sweet! Au! Oh. Okay, ist aber schwächer anscheinend. Jo, ist schwächer. Na, wir können den normalen Falken hier nicht. Wir brauchen einen jungen Falken. Aber wir sind gleich endlich mal in einem neuen Gebiet. Nach wie vielen Folgen? Übertrieben vielen Folgen. Aber hier ist auch mit die schönste Gruppenevent, den ich hier mitgemacht habe. Weil hier nämlich ein Riesenriese ist, ein riesiger Riese. Ein riesengroßer Riesenriese. Ich kann mal runterladen. Was? Hä? Was ist das denn jetzt? Was für ein... Möchtet ihr zum Herunterladen im Vordergrund wechseln? Ich finde, ihr könnt... Was? Groll wird hier wählen sein Unwesen. Was? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Das Spiel verwirrt mich. Was ist hier los? Was muss ich denn da runterladen? Bist du bescheuert? Dumm oder so? Im Endeffekt komme ich doch einfach nur da raus. Warum muss ich den runterladen? Ich war doch schon da. Hier, das ist der Beweis, ich war schon da. Pff.
Bist du dumm? Okay, ist gleich fertig.